Das ist schon crazy. Das ist einer der Gründe, warum auch Toplane AP Champions so viel schlechter geworden sind, ist, weil du einfach keine guten Power Spikes mehr hast mit dem neuen Protobelt, kein altes Liandris und so weiter. Aber ja, das schon, dass das so ausreicht. Wild. Hey, danke dir, Neotasha, für den Elfen. Welcome back. Danke dir. Vielen Dank für deinen Support. Ari, let's go, Tolkien. Yep, das ist der Plan. Ari ist der Plan. Dudu Jinx macht mir jetzt schon Sorge, aber what can you do? We shall see what happens. Pike ist auch squishy wie Sau, also nicht das beste Beispiel. Da gehe ich gar nicht mit. Ob ich jetzt dann Pike one-hitte in Midlane oder einen Ahri oder eine Vex. Na gut, Vex vielleicht nicht, die hat ein Shield. Oder einen Corki oder irgendwas anderes. Und alle mit den Mages sind squishy. Ob Pike jetzt squishy ist oder die Mages, dann alle one-hit. Wenn du 300 AP auf dem ersten Item hast. Also come on, Bro. Es war ein Midlane-Pike, kein Support-Pike. Dynasty Ahri. Galio Midlane. Oder worauf läuft's hinaus? Ja, jetzt schon Ballon für deinen Sub willkommen. Danke dir, Matt. Klar, aber der Level-MR-Wert ist bei Midlanern ja viel besser als bei Pike und das macht gerade unter Pamboots viel aus. Das stimmt nicht, Matt. Du kriegst keine MR per Level als die meisten Midlane-Mages. Da bist du falsch informiert. Die meisten Medi-Charaktere kriegen Magic Users per Level, aber nicht Range-Champions. Gegen sehr, sehr geringe Werte. Von daher ist das not true. Ich glaube, die scalen irgendwie so von 30 auf 38 oder so per Level. Die Medi-Midlaner. Die Mages in Midlane. Guck mal, Pike scaled sogar mit viel mehr Magic. Pike geht auf 32, von 32 auf 53. Und wenn du jetzt einfach Orianna nimmst, dann geht die von 26 auf 34. Wenn du Azir nimmst, dann geht er von 30 auf 38. Wenn du Corki nimmst, geht er von 30 auf 38. Kriegt 8 AP Magic Resist mehr. Der Pike kriegt 20 per Level. Dann bist du falsch informiert. Die Mages kriegen wirklich sehr wenig Magic Resist per Level. Wenn du jetzt Medi-Champions nimmst, so wie Rumble zum Beispiel, dann der ist jetzt schon deutlich besser mit Magic Resist per Level. Oder irgendwie so, selbst Malphite. Deutlich besser, auch 20. Aber Pike kriegt gerade so ein bisschen weniger als fucking Malphite. Kriegt sogar, also ja, 20 pro Level, nee, 20 insgesamt, von Level bis Level 18 halt, nicht pro Level, habe ich vielleicht falsch gesagt. Aber Pike ist nicht squishy als der Rest. Die Mages sind genauso squishy. Wie viel kriegt Ahri? Ja, auch so 8 MR. 8 MR scheint so der Standardwert von Riot zu sein. Weil ich glaube, bei Orianna keiner genauso und bei Azir auch. Zwischen Level 1 und Level 18, also schon sehr, sehr wenig. Ich habe gesagt, dass ich mich versprochen habe mit 20 pro Level, das wäre ein bisschen crazy, ja. 20 pro Level kriegt wahrscheinlich niemand.
Oder gibt es irgendeinen Anti-Mage-Champion? Vielleicht der alte Galio hätte vielleicht so viel bekommen pro Level. Der war so ein Anti-Mage-Champion. Ah, ne, der kriegt genauso viel wie Pyke. Sogar ein bisschen weniger als Pyke. Ja, Pyke ist ja noch den besten Magic Users per Level wert, tatsächlich. Sieht jedenfalls danach aus. So, tell me your secrets. Wir spielen gegen einen Galio und endlich kann ich heute Ahri picken. Ich habe so Bock auf den Champion. Jetzt werde ich ein bisschen runterrennen. Oder vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Wir machen auf jeden Fall sofort Mute All. Bei dem Jungler schon wieder, der so Mente Boom war. Das habe ich angebracht. How tempting. Spielst du später noch etwas TFT? Wenn du mich so nett fragst, bestimmt. Ja, sure. Würde ich bei einer Runde TFT sehen. Vielleicht wollte ich meinen Couchtisch aufbauen. Wenn ich zu lange spiele, dann habe ich keine Zeit dafür. Ich würde den ganzen Abend meinen Couchtisch aufbauen, während LEC läuft. Frage ist, wie lange brauche ich dafür? Vielleicht nur so eine Stunde oder so. Ah, vielleicht anderthalb, weiß nicht, wie komplex das Ding ist. Bin nicht so handwerklich begabt wie meine Familie. Darf meinem Vater nicht erzählen, wie lange ich gebraucht habe, um mein Regal aufzubauen. Da würde er ja sauer werden. Ich habe nur Handwerker in der Familie. Mein Onkel, mein Vater, mein Bruder, alle und ich spiele fucking League of Legends. Anyway. Shall we? Wir werden jetzt unser Handwerk in League of Legends vorführen und den Galio Hops nehmen. Jedenfalls in der Theorie. Oder Ahri Feinheit kann lange nicht mehr spielen. Ja, sie kriegt jetzt Ults. Wenn sie Ulte und Kills kriegt, kriegt sie Resets auf der Ulte. Also kriegt ein Stack quasi zurück. Und spielt sie auch währenddessen mehr. Ihr W gibt ihr Movement Speed. Und ihr E ist kein Damage Amplifier mehr. Ist auf jeden Fall ganz gut dabei. League ist besser als einen Tisch zu bauen. Mein Vater ist Orgelbaumeister, Mate. Das ist ein bisschen komplexer als ein Tisch. Aber nur ein ganz bisschen. Ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Aua! Wenn du Minions Last hättest, 8 Stück hast, dann gibt deine Passive dir Leben zurück. Wow. Dann wird 2 Jahre so mitten hier vorbeigucken sehen. Leute, er ist echt verbrannt, wie geil. Rauserdeck hat gereicht mit dem True Damage von meiner Q, dem True Damage von Ignite. Wichtig war auch, dass Grafting Port noch an war. Grafting Port tickt ja dann auch jedes Mal noch hinterher. Hat die wichtigen Damage-Ticks noch durchbringen können. Solo-Bolo, wie gesagt. Wenn den Typen hier dominieren mit Lane, ist doch ganz gut ausgesehen gerade. Aber natürlich ist er einfach in den Turm reingelaufen durch meinen Charm. Eine Wahl für ihn, der vom Charm getroffen wird. Not bad. Aber auch ein bisschen Grief von ihm. Er macht guten Damage, aber ich auch. Jetzt kriegen wir einen Minelastet. Und dann kriegen wir Leben zurück. Bang. Voll geil. Oder nicht, hätte ich aufpassen müssen, eigentlich nicht, weil ich früher raufflaschen kann. War verblutet. Würde mich nicht wundern, jetzt gleich Summoner's Disconnected zu hören. Würde mich ernsthaft nicht wundern bei dessen Mente. Kann ich gerade nur wie Baiten, dass er mich eht und dann taunten und töten? Wenn ich die genährt hätte, wäre death. Echo wird gleich über die Wand drüber jumpen. Wenn ich Echo Instant Charmer, gewinne ich das. Ah, ich habe ihn gecharmt, aber er hat auch geflasht. Ich habe ihn echt instant gecharmt. Er war gecharmt in Richtung der Base, ne? Wenn er auf mich draufgelaufen wäre, wäre er actually gestorben. Ich meine, er war Richtung der Base gecharmt, weil ich ja obviously tot war. Dann läuft er in die Richtung von mir. Warte, Mann. Ich hätte vielleicht besser flashen müssen. Mein Charm war instant, at least. Tell me a secret.
Lästig, lästig. Ist Darius und Galio dabei, der Darius und Echo dabei, der Midlane waren? What can you do? Ja, warum lasst ihr beide Minions dann die Minion, hä? Er muss da wegrennen. Kann den Galo nicht fighten, weil seine Teammates den Fight im River bzw. Blue-Buff-Areal gewinnen. Oh, da ist sogar noch ein Pinkbot da. Yikes. Hartes Game, ha? Huh? Der Jungler ist ein bisschen running down, aber das hat er ja angekündigt bereits, also happens. Wie lastet denn, wenn wir 6 werden und hier fighten? Durchs Ruder. Der Gameplay wird man. Schauen wir gerade irgendwas, wenn Yasuo irgendwas an Damage hatte, hätten wir ihn getötet. Das ist noch bad. Gameplay kriegt den Kill. Ich krieg einen Reset. Und weiterfighten aufgrund dessen. Ja, Yasuo, der Echo ist jetzt schon ein Problem. Und der Yasuo natürlich auch, der ist fucking useless. Aber das eine ist schlecht für uns, das andere ist auch schlecht für uns. Also nicht gut. Ja, ich bin an beiden Kills beteiligt. Beide meine Galio gekillt. Einmal solo, einmal mit GP-Ult. Not bad. Aber es wird gleich so underwhelming sein. Wenn ich das Item hier habe, habe ich einfach 79 AD. Vielleicht ein bisschen mehr. Mit meinen anderen Runen. Und mit Valk hatte ich einfach 300. Was gibt mir gerade AP? Das hier, ne? Ghost Poro. Quatsch. Schöner Chat für mich, aber ich habe keine Info auf Echo und keine Ult, deswegen will ich nicht mehr committen. Das war vielleicht eigentlich schon zu viel. Hätte auch bestraft werden können. Oder so aggressiv, wenn ich Ult habe. Aber eine E-Ult von Echo über die Wand, ich bin so fucked. Also E-Protobelt und was auch immer hat. Und noch kein Flash zumindest. Ah, da ist er. Nicht Blue Buff genommen. Ich denke nicht auf der Wave Top den Roam. Oh, sehr gut gechunkt. Nicht viel Arbeit für Yasuo und mich. Ah, ich wollte blicken, dass er dahin, dass er reinflashen würde. Ah, ich hätte einfach ulten sollen, straight. Ja, so den Turm tanken würde, könnte ich doch weitermachen, aber na gut. Ah, ich hätte einfach sofort ulten können. Ich dachte, ich mache da ein fancy Flash Predict draus. Was hat er gefällt zu predicten? 10 von 10 Gedankengang. Ah, 3 von 10 Execution, I think. My bad, my bad. Genau danach geflasht. Ey, nein, der Shooter ist fuck für deinen Double Digit. Welcome back, Mann. Danke dir. Das Gameplay, die eine Wave nimmt das super gut, aber das ist die nächste und das ist keiner Scheiße. Na gut, könnte sich halt eine extra Wave. Jetzt kommt er die Midlane Wave und die Zeit gleich auch die Toplane Wave. Was mich mit meinem kleinen CS-Lead, aber okay. Besser ist dafür TP'd. Don't you trust me?
Wenn ich einlaufe, bin ich vielleicht einfach One-Shot von Echo und Lulu. Hier, das ist meine Midway-Farm. Und was macht er da? How tempting. Nice. Echo kommt gleich, ich hab noch eine Ulto. Nice. Haben wir gut geplayt? Super geflasht. Ziehen das für ihn, kann das schneller nehmen. Megadio ist 0-3, der hat alle Tode seines Teams, aber sein Team ist halt ziemlich strong. Mal gucken, ob ich was machen kann. Beim Playmaking Champions habe ich relativ viele Tools. Auch einmal Top-Lane schon von Flash befreit und müssen noch mehr machen, um das Game zu gewinnen. Als einen Flash zu kriegen. Ist irgendwie echt ungewohnt, mit Ari zu darstellen. Ist voll anstrengend. Mein Gott. Wenn ich ein bisschen mehr AP hätte, wäre es smooth. Und würde eine Q reichen. Wir jetzt schon Harold Botlane. Null Damage, Mann. Also hat wirklich überhaupt keinen Schaden. Ja, vielleicht macht er wieder später Damage, aber ja, so. Hat eine komplette Combo rausgehauen und alles. Auch nicht Bad Mechanically, aber einfach null Damage. Also, mir fehlt ein AP immer noch. Bin so sauer. Und Darius gerade auf mich aufgeroamt, das wäre ein Problem. Solche Plays brauchen wir mehr von. Nice. Das wird nur der, haben das Window gesehen, um zu diven, um zu roamen. Haben sie ausgenutzt. Wir drohen uns mit einem Double Kill. Damit hat auch der erste Teammate von gerade einen Tod. Er ist nicht mehr der einzige mit einem Death. Er ist 0-4. Wenn jetzt hat Lulu auch seinen ersten Death bekommen. Not bad. Kann nochmal Top-Lane roam mit der nächsten Ult, maybe. Und heute komme ich nicht so gut an ihn ran, beziehungsweise mache nicht genug Damage. Schade. Ich habe alle meine Pots aus Panik benutzt, what the fuck. War nicht gut von mir. Soll ich wieder recallen für Potions? Ich bin Ult ready. Das ist echt krass, da habe ich mehr Damage gemacht, als ich je gedacht hätte. Oh, gibt es noch einen One-Spawn-Face? Ja, so close, er war in der Ult-Animation, Mann. Er ist ein bisschen Turbo-OP, Mann. Oh, Fanta-Kill. Er ist so gefeedert, ey. Scheiße, Mann. Er hat keine Ult ab. Ich hätte damit rechnen sollen. Ich wollte den Typen eskortieren, aber ich war halt selbst super angreifbar. War ich kein Shutdown oder war ich, wurde es einfach nur nicht im Chat angezeigt? Hoffentlich war ich kein Shutdown. Ah, mein Bett, ich hätte mit Echo besser rechnen müssen. Mit dem Charm ready sein oder mit Everfrost ready sein instantly. Ey, der Fakt, dass dieser Spell nur 25 Mana kostet und einfach ein Damage cool und hoch geht und die Movement Speed gibt, ist so crazy geil. So billig. 25 Mana. Auf allen Leveln. Und wild.
Macht auch kaum Damage, aber es hat guter Utility Spell. Ja, ist ein bisschen bitter, dass ich dafür so eine AD Carry ulten muss eigentlich, aber. Aber sonst nicht so viel Damage. Aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Gudon auf Ult. War leider noch Level 1 Ult gerade eben gegen Jinx. War es danach Level 2. Also Level 11, um einen zweiten Punkt zu machen. Also der Flash muss auch nicht so sexy. Warum ist da nicht Ludo Chaser gegangen, hä? Ach ja, so, du machst mich traurig. Ich finde schon stark. Aber Echo auch. Genau, oh, gut von Gameplay. Oh, der Echo ist so OP oder was? Ich habe 30 Sekunden, ich chase das. Oh, geil. Wieder Ultra-Pup ist halt so sexy. Hat echt nicht so viel cooler, Mann. Das war jetzt gerade, wie gesagt, Level 1 wurde jetzt erst Level 2. Ah, ich drücke zumindest mal an, um auf Jinx hier zu gehen. Und vielleicht kann ich carryen. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Also wirklich, ist halt anstrengend und Spaß. Aber das war bad. Ey, dieser 25 Mana Spell, der macht mich aufrichtig glücklich. Ich habe so viele Möglichkeiten, den Scheiß zu spammen, um mich schnell zu bewegen. Ich jetzt Deathcap danach? Ich habe halt zwei Items und weniger AP als mit Valgar. Ich hab 100 AP weniger als mit Valgar auf einem Item. Alter, deine Passive obviously ist bloß einfach crazy. Vom Gefühl her. Fühlt sich einfach verdammt wild an. Kann ich top denn noch dazu rotieren? Ich hab erst 20 Ult. Wäre nicht schlecht, wenn erst ein Galio stirbt, dann wäre Galio wieder Gold wert. Links wird irgendwo sein, nehme ich an. Echo move zu mir durch, ich muss raus hier. Und hier war ein Pinkboard drin. Aber ich kill den nicht, actually. Ich hab Angst vor Echo. Der one-shottet mich. Er hätte mich da getötet. Sehr gut, dass ich respected hab. Na, er wurde halt komplett. Shall we? Ich würde jetzt gerne den Darius töten gehen. Mit nur Tabis und Chain West. Und ich habe 11 von 15 Kills, also wir müssen mit mir spielen, keine Frage. Ich brauche Hilfe. Da keine Ult, um ihn zu one-hitten da. Ja, das Game ist halt zu doomed von Seiten meiner Teammates. Ich muss halt permanent fighten, aber ich kann nicht permanent fighten, weil ich nicht permanent Ult habe. Ich hab die schon oft genug gehabt, der Spell ist schon sehr, sehr stark, also. Wollen sie nicht beschweren. Einfach bloß ein hartes Game, weil mein Team so schwach ist. Aber wäre komplett lächerlich, wenn ich permanent hier carryen könnte. Mit Ult in jeder Sekunde quasi. Ah, mein Team ist not doing too hot. Echo hat 11 Kills, ich habe 11 Kills. Mein Team ist da trotzdem schwächer. Sollte ihn Everfrosten und dann warten und dann ganz am Ende ihn. Wenn er mich facecheckt. Okay, sogar Galiot. Angst vom Taunt aus dem Busch. Ah, was? Ich wusste es sogar. Ich hab's trotzdem gemissplayed. Also gegreedet, wenn ich gemissplayed. Einfach gegreedet. Ah, schon der Flash von Echo. Ach, so geil. Lucky, dass er gekrittet hat beide Male. Hätte 50% Crit.
Dritte zweimal. Gut für uns, schlecht für Echo. Geil. Vielleicht auch Yasuo zum Champion. 700 Gold Shutdown tut ihm gut. Lol. Was war das denn, hä? Und war rein und wird auto-attacked. Geil. Ist er tot? Ja, und hängen. Hätte ich mal vorher sagen können. Vorher geflasht ist. Na, vor allem auf Sophie. Oh mein Gott, die killt die auch noch. Belebt dich wieder. Sad. Wohl den 10. Können wir spielen. Ja, kein Gemüse bleibt, mit Everfrost zu missen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er stumpf nach vorne rennt halt. Ah, ist okay. Wie gesagt, Ult hat jetzt nicht so viel CD. Ist okay. Soll ich noch Cosmic Drive gehen? Ist halt ein Game von Echo gegen mich, aber er hat halt permanent viel mehr Kill Pressure, weil er halt keine Ult braucht. Ich bin halt extrem auf Ult angewiesen. Er muss nur E und dann Protobet benutzen, so wie hier. Und schon muss er Geld forsten und ich müsste Flash schon da ulten. Er hat doch mehr Items als ich. Actually, wenn ich wüsste, dann würde ich die gleichen Items. Den zweiten Large Ross. Ah, wichtig ist Everfrost mit Root. Ah, dass er sich davon snipen lässt, ist echt traurig. Nice, beim Echo schön Fancy Seed. Man kann eh flashen auf Ari, ne? Das geht. Haben wir den weggenommen? Ich glaube, wir haben einfach gesteelt mit dem Gameplay gut. Wie geil. Nice! Meine Boys poppen gerade auf. Und ich habe Echo schon in der CC-Chain töten können. Alter, was ein cooles Game. Ari macht so Spaß. Ich bin einfach tot. Oder bin ich? Oh, wenn ich jetzt wieder noch getötet hätte, wäre so geil. Oh! Führt ihn, damit er wiederbelebt wird. Geil. Oh, wenn er den einfach jumpen lässt, glaube ich, würde ich ihn töten können. Ich hatte noch, ich hatte den Jump ready. Ah, ein bisschen too much von mir. Ah, ich hab versucht perfekt zu timen. Aber wir durch den Knockback war es ein bisschen wilder. Ah, ein bisschen dodgen. Ich hab 100 Gold, solange wir nicht naschen können, ist alles supi. Ich bin mit den Minions, ich brauch Reset, ich brauch mal. Nice, das mit hier. Ich glaube nicht, dass die naschen können. Alles zählt nicht drauf. Alter, was ein Banger Game! Aber wir haben jetzt die Seele als Win-Condition. Ich hab Deathcap in Base. Ich brauch vielleicht langfristig Magic Resist Pen. Void Stuff. Ich hab noch nicht einen Blue Buff dieses Game gesehen, aber es lag auch daran, dass Echo viele von denen gecountet jungelt hat. Mann, ich stehe 13-3-4 zu 13-3-3. Einfach Echo gegen Ari dieses Game. Oh, bis jetzt sieht's aber so aus. Also ich besser da wegkommen, weil die Gegner haben zwar mehr Turrets, aber wir haben mehr Drakes. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Wir machen schon ein starkes Game gerade. Not bad. Hatte wirklich Spaß zu spielen. Generell so neue Champions ab und zu. Also ich habe Ari früher mal vor Jahren gespielt, aber sehr selten in jüngster Vergangenheit. Ist echt geil. Macht Spaß. Ich hier nicht wirklich. Echo gerade geweht. Aber wie kann man das nicht mitkriegen, dass er gerade geweht hat? Ah, hab ich gerade gegreet. Den Instant Polymorphed. Aber wie kann man da nicht aufpassen als Renate und in ihn reinlaufen, wenn er gerade geweht hat? Er hat sich gerade geweht. Und läuft einfach rein und wird one-hitted. Ach man. Aber ich habe auch gehintet. Ich bin nach vorne gedasht. Straight into his Apprehend, oder wie der Spell heißt. Ich glaube, der heißt Apprehend, sein Darius E. Und dann in Polymorph rein, dann war ich einfach tot instantly. Scheiße, sofort Nash gone.
Hat die Jinx AI und der nächste Fight wird richtig schwierig. Eigentlich soll der nächste Fighter der sein, den wir nehmen wollen, für die Seele. Aber einfach Renate grieft zuerst und dann habe ich versucht, noch einen Hero-Play zu machen, indem ich auch gegrieft habe. Weil ich wollte halt irgendwie noch töten, nachdem so schlecht stirbt. Dass wir wenigstens für den Nash fighten können im 4 gegen 4. Das ist bad von mir. Ich brauche irgendwie einen geileren Flank. Kann nicht wirklich front to back spielen gegen Polymorph und gegen Clans, also Kyos S. Ja, wer seid ihr? Mika jetzt. Das ist completely running it down, man. So viele fucking Resets, man. So viele fucking Resets. Ach man. Objective Bounties. Ah, ich meine, Jinx Lulu hat am Ende das Game gewonnen. Das war nicht Echo gegen Aris, weil ich nur Jinx Lulu oben drauf. Oh, ein HP. Also alle drei jetzt getötet, geil. Aber mich nicht wiederbeleben können, also retten können. Ja, am Ende war dann doch Jinx Lulu. Gemeinsam mit Echo. The problem, I guess. Aber wir können jetzt vielleicht für Seele gehen, 30 Sekunden. Und wir sind alle für Seele rechtzeitig ab und wir haben alle Hextech Gates, also. Aber wir sind zuerst da. Du Soul on Spawn. Els GG. Wir brauchen die Seele, sonst ist es doomed. Vielleicht kriege ich jetzt ja noch Teammates dazu. Komm, Yasu, move. Beweg dich. Renate, move. Nimm Hextech Gates. Soul fast. Ich bin als Einziger, der nicht. Ignoriert doch die Wave. Ich kann die Wave nehmen. Ihr solltet bei dem Seelen-Drake sein. Nur Philos ist ready. Scheiße. Wir hätten beide einfach Gate nehmen können und wären rechtzeitig da gewesen. On spawn, aber na gut, whatever. Dann halt nicht. Ich hätte die Wave killen sollen. Dann wäre ich auch Level 16 geworden und hätten wir jetzt vielleicht die Chance, einen Soulfight zu gewinnen. Na, jetzt müssen wir mit Wave gehen. Ist zu spät. Schade. Ausgesprochen sad. Ah ja, whatever. Aber haben wahrscheinlich noch nicht so oft mit Hextech Soul gespielt, die meine Teammates hier, beziehungsweise mit der Map. Ist auch teilweise ein bisschen schwieriger, weil die Rotationen schneller gehen. Das ist richtig einzuschätzen. Ist gerade ausgelaufen, kein Reset für mich. Ich hätte alle getötet. Ich habe meine Ult. Oh mein Gott, ich hätte Pentakill gemacht. Und Gatepack macht mich stolz hier irgendwas. Ach, whatever, Mann. Oh, wie habe ich da nicht Ult Reset bekommen? Twitter, ich beinahe gecarried. Aber mein Team war ein bisschen zu heavy, honestly. Mit mehreren Entscheidungen. Ja, ich habe auch Fehler gemacht, of course. Aber das ganze Game war mit so einem Rücken an der Wand. Und dann ist halt irgendwann Jinx Lulu online gekommen. Es war für eine Weile was einfach Ahri gegen Echo. Und dann irgendwann ist halt Jinx online gekommen. Aber ich fass es nicht, Mann. Sowohl die Situation hier, dass wir nicht Seele bekommen, weil ich sterbe. Gucken wir mal drauf, wie close es war, weil ich beinahe stirbt der Echo rechtzeitig. Ich bin tot. Er ist so solide 0,3 Sekunden nach mir gestorben. Dass ich hier nicht wiederbelebt werde. Leider. Und dann hier, mein Ult läuft gerade so aus. Oh, so fucking sad. Jetzt, ach, wie. Ich flash dafür, meine Ult. Guckt euch mal, guckt auf meine Ult hier unten. Guckt auf meine Ult. Guckt auf meine Ult. Was? Sollte resetten, hä? Er ist tot. Meine Ult ist noch hier. Null Stacks, noch nicht abgelaufen. Oh, wie close war das denn? Wie close war das bitte? Oh, ich schwör's euch, wenn ich hier den ersten Reset kriege, ich krieg straight den zweiten, ich carry den Fight. Aber wie close war das denn bitte? Ult ist sogar noch ready und er ist tot. Eigentlich solltest du doch resetten jetzt. Ich habe sogar noch die Markierung auf meinen Füßen unter mir. Oh, und jetzt einfach kein Reset und dann bam. Hier wäre der nächste Reset gewesen, theoretisch. Wenn ich Ult gehabt hätte ich ihn getötet, of course.
Oh, ist ja so, ist einfach, das ist ja nicht fair von Riot Games. Das ist echt traurig. Also, dass das nicht besser funktioniert hat, das sah halt so crazy close aus, weil es auch crazy close war. Ich meine, hast du gerade gesehen. Mein Ult war eigentlich noch ready. Aber irgendwie nicht. Ich hab daraus dann sofort geschamt und hätte sofort dann ehen können für die nächste Ult und ihn getötet. Auch ein schönes Barrel von Gangplank. Wenn das alles, wenn es hier noch, wenn ich jetzt hier ulte, ja, dann kriege ich den nächsten Darius Ult-Stack, dann trifft er das Barrel auf die Backline. Ich jump mit dem Foxfire in die Backline auf Jinx, Nubi, sind sofort einer von beiden tot. Pentakill. Eckert kein Ult, Pentakill. Es wird auch so geil aussehen, aber irgendwie kriege ich kein Reset hier. Na, come on, das ist doch eindeutig ein Reset. Die Bild sieht sogar noch eindeutiger aus. Das ist doch eindeutig ein Reset auf meinem Screen. Dann mache ich Pentakill. Ich könnte sogar rechtzeitig hochulten, um die Kugel auf Darius zu redirecten und ihn sofort töten. Dann würde ich keinen Charm benutzen müssen für Darius, wenn ich die Ult so hier sofort bekommen hätte. Hätte einfach mit Ultin getötet und Q. Oh, ich bin so untröstlich, dass das nicht Reset ist. Wenn eigentlich den Melonen, Hansi. Vielen Dank für den vierten Mate. Danke dir, Mann. Welcome back.